der Kyle hat kurz in Sekiro neu gestreamt, ne? Und weißt du, was mich bei Sekiro voll stört an der deutschen Version, weil ich das Englische gewohnt bin? Die deutsche Version hat eine komplett andere Schriftart Ja. im Spiel. Ja. Sekiro hat auf Englisch die Schriftart wie Dark Souls 3 und Bloodborne. Und im Deutschen ist das so breit gezogen, die Schrift. Das ist eine ganz andere. Ich habe das auf Japanisch gelöst irgendwie. Ja, die Stimme habe ich mal auch wieder auf Japanisch gestellt. Aber Text habe ich auf Englisch. Und beim Text hätten alle Sprache irgendwie, er ist alle mal durchgegangen, sehen die alle aus, als hätten sie andere Schriftarten. Ja. Weiß aber nicht warum. Das ist auch das erste Spiel, wo ich das bewusst gesehen habe, dass sie andere Schriftarten verwenden. Ich glaube, die Typen sind einfach faul. Von From Software. Nee, faul sind sie nicht. Ich denke schon. Also die lecken natürlich, lecken die wahrscheinlich ihren Fokus auf bestimmte Sachen. Die machen sie dann mit 120%. Aber da gibt es dann definitiv Sachen, merkbar im Spiel, die ja wirken, als hätten sie sich doch mal mehr Zeit nehmen können. Ja, das Problem war, Activision hat am Schluss wahrscheinlich gedrückt, die wollen es jetzt raushaben. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Deine Frau dreht durch, Jack. Hast du sie mit dem Cheeseburger vertauscht? Oder hast du zu viel Sekiro gespielt? Deswegen dreht mal nicht durch. Oh. What are you doing here? Geh mal halt so rum. Ich will eine Mod für Alien Isolation, dass alle Androide durch Mr. X ersetzt werden. Und dann X gonna give it to your loved. Ich habe mir vorhin das runtergeladen bei Resident Evil. Und da gibt es jetzt auch diese 98er Kostüme. Hast du die schon mal ausprobiert? Ne, ich habe sie nur runtergeladen. Die waren ja kostenlos. Das sieht sau witzig aus irgendwie. Aber ich konnte es nicht lang so lassen. Es beißt sich zu arg mit dem Hintergrund. Okay. Alles geile Grafik und dann die verpixelte Figur. Also, es ist mal echt lustig. Aber das war's ja schon. Gab's sowas nicht auch bei Metal Gear Solid 5, dass du der PS1 Snake spielen konntest? Basisch nämlich. Stimmt. Ich glaube, bei irgendeinem Tomb Raider haben sie das auch gemacht, dass du die alte Lara spielen konntest. Guck mal, der Keil schreibt da gerade was. Ist Vielleicht das kannst so du. wie Angel of Darkness bei Rise of the Tomb Raider? War du die Angel of Darkness Lara mit dabei bei Rise? Ja? Weil ich weiß es nicht, ich habe bei deinen Spielen nie groß mit Kostümen rumgemacht. Ich habe sie durchgespielt und dann war's das. Ich habe nicht immer groß irgendwie Trophäejagd oder so gemacht. Sind auch ehrlich gesagt meiner Meinung nach überschätzt und nicht so besonders. Also, mir hat das erste ganz gut gefallen. Das zweite ging so. Und jetzt das Dreier, das hatte ich mal gekauft. Ich finde es irgendwie völlig lahm. Ja, bin ich schon mal gespannt drauf. Also das Zweier fand ich super, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich weiß halt nicht, ich kann es halt. Für mich ist das ach einfach zu arg. Da muss ich gar nicht lang scheinbar. Naja, aber da kannst du gleich speichern. Das ist schon mal gut. Zu arg Uncharted-Klon. Und ich finde, das passt halt auch mehr zu Uncharted als wie zu ihr. Ich finde sie ach ganz langweilig als Charakter in deinem neuen Spiel. Im ersten nicht, weil sie doch noch so richtig jung ist irgendwie und so naiv und kommt halt von einer Scheiße in die andere. Aber bei der anderen. Und ihren komischen Haiti-Freundin finde ich auch total. Da Blöd. speichern wir. Also, ich will jetzt da nicht voll drüber abhetzen, aber ich bin da irgendwie. Verstehe ich den ganzen Hype da drum nicht. Beim dritten gab es ja gar keine.
dann war das Spiel innerhalb von einer Woche gleich um die Hälfte reduziert. Damit hätten sie dann jeden Arsch verärgert, der sich's gekauft. Wo muss ich dann lang her? Guck mal auf die Karte, ob du einen Punkt hast. Geh mal runter und nach rechts. Hätte, wo ich eben war. Haben wir da drin was verpasst? Guck mal hier irgendwo Nuff, ne? Kannst du die Klappprobe aufmachen? Ich kann doch gar nichts machen. Nee, das ist nicht der Raum. Draußen dann direkt links. Rennt dann noch dieser andere Ich drum? Schon dürfen woanders da hin? Ich guck grad. Vielleicht. Rip, I just found something here. An interview tape. You need to hear it. Play it, Ricardo. Das ist richtig. Oh, the big guns now, huh? Not some girl with abandonment issues? Leave Ripley out of this. She's just looking for closure. I'm looking after Weyland-Yutani interests. And I'm looking to get out of this fucking cell. Maybe we can do it here. Maybe. This is being recorded. You understand? I saw. Red lights on. I want data. Location of the planetoid where you found the derelict. All data you have on the origin of that orchestra. I can give you that. And a way off this station. You just have to let Apollo me know. Apollo private transit available. I can probably agree to this terms. Apollo. Fuck! Taylor! Taylor, get me out of this cell right now! Get me out! Das ist wie wenn du bei Donkey Kong Country in du Unterwasserlevels mit dem scheiß Schwertfisch die Attacke auflatscht. Ja. Ich habe vorher noch gerade überlegt, ob ich drauf scheiße soll und soll mir einfach Monkey Island Ends jetzt holen für 10 Euro. Dann ist es aber im Angebot. Habe ich gesehen, ich warte erstmal auf morgen. Morgen kommen, glaube ich, neue Angebote. Kommen die Dienstags bei Xbox? Also zumindest steht bei, ist so ein Halloween, nicht Halloween, Horror Sale. Und der ist morgen vorbei. Mhm. Ja, vor allem wart noch, da kommt bestimmt noch übernächste Woche ein Ostersale. Denkst du? Könnte sein. Also steht 2 Wochen noch auf jeden Fall wart. Und wenn es da nicht kommt, dann... Also greif zu und dann kommt es ins Angebot. Also Eiersuche. So Frühjahrsangebot oder so gab es jetzt noch nicht, ne? Frag mal den Prongo im Discord, ob es Xbox Ostersale gibt. Der weiß das. Mit dem Busch ist es jetzt gehabt. Einer von denen, die im Chat sind. Achso. Schreiben es jetzt alle. Oh Gott! Hör mal zu! Kriegen sie Jack mir einen Cheeseburger mit? Ob der einer mitbringt? Ja. Bestimmt. Jack, bringst du ihm keinen Cheeseburger mit? Mit Käse, bitte. Mit Käse? Tomorrow Together Teil 3. Irgendwie habe ich die Woche mich mit meiner Frau unterhalten und dann habe ich gesagt, ah ja, das Video bei Verrückt nach Mary. Und da guckt sie mich an und sie meint,
Na was? Verrückt nach Mary, kennst du denn nicht? Und sie dann, nee. Und ich dann so, mir wieder an den Kopf gelangt, so. Es gibt da auch einen Abzug in die Beine, oder? Nee, das war ja gar nicht bei dem, oder? Nee. Doch. War das bei dem? Ja. Und, dann habe ich so noch am selber oben genötigt, den zu gucken. Gott sei Dank hat er ihr gefallen. Ist er immer noch gut, ja? Ja. What's the bone? Also über alles kann ich nicht mehr lachen, aber ja. Das meiste schon noch. Dass es die Kingpin nicht gibt. Auf DVD oder auf Blu-ray oder sowas. Doch, den gibt's mittlerweile. Gibt's den? Ja, ja. Oh, dann muss man den holen. Und auf Netflix und Amazon ist der, glaube ich, aber auch. Das war's nicht du, sondern ich. Ich werde bestimmt nicht hier im Nirgendwo einen Manzen hinlegen. Sagtest du einen Manzen? Ja, sie wissen schon, wenn einem alle Tore offen stehen und man es dann trotzdem vergeigt. Manzen. Kannst du da außen rumrennen? Ich muss mal Waffe abgeben. Please deposit any metallic items you have. Ich hab's doch eben noch gewusst, ne? Aber ich hab gedacht, ich könnte es. Ich hab gehofft, mir wären doch noch nicht an der Stelle. In the security box. So, und jetzt dürfen wir da rein. Und hängen jetzt nichts mehr. 4930. Bronco has left the house. Okay. Jack, jetzt musst du aufpassen. Kommt es jetzt? Ja. Jetzt wird's gut, Jack. Du musst gucken. Wollen wir dir schon die ganze Zeit zeigen. So was für in der nächsten halben Stunde passiert. Scheiße. Stand der da? 4930. Und bringst du ihm keinen Cheeseburger mit? Mit Käse. Ich hab echt das Gefühl, das Spiel sieht besser aus wie beim letzten Mal. Jo, du hast jetzt die ganze Zeit Sekiro gespielt. Hast es halt nicht mehr im Kopf. Wobei ich finde, es hat seinen Stil, also von daher. Lauf gerade wieder zurück. Wird auch nicht so schlecht altern, das Spiel. Schlecht sieht's nicht aus, aber sieht jetzt auch nicht gerade unbedingt richtig gut aus. Ja, was scheiße aussieht in die Zwischensequenz, vor allem weil die nur mit 2 FPS laufen oder so ein Scheiß. Aber es macht halt Spaß ohne Ende. Ich glaub nicht, dass du wieder zurück musst, oder? Oh, das sind nur mehrere Gänge. Allerdings, was ich heute krass erlebt hat, ich hatte ja Resident Evil auch gefangen. Hallo Herr Mindel. Svea. Und da fand ich irgendwie die Grafik schlechter, als wie wo ich es gespielt habe. Okay. Hast du mal Videos gesehen von Devil May Cry 5? Nö. Das benutzt ja dieselbe Engine. Mhm. Hör mal ausgeschaltet, Herr Mindel. Bei Alien geht das nicht. Und das sieht stelleweise echt abartig gut aus, also. Ja? Ja, ja. Muss da mal ein paar Videos angucken davon. Ja, ich weiß halt nicht. Meins war es halt nie, ne? Also nicht die Art von Spiel, sondern explizit Devil May Cry. Ja, ich steht mir es wahrscheinlich auch nicht hole, aber nur, dass du siehst, was mit der Engine möglich ist. Weil du meinst schon, dass du immer noch da schlimme Spiele mit diesen Monsters. Ja, Bronco, wir haben ewig gefragt, ob es einen Oster-Sale im Xbox Store gibt. Das weißt du doch bestimmt. Nee, nicht der Bot ist tot, sondern wir haben die Sounds ausgeschalten. Ausrufezeichen, no sounds, wie es im Titel steht, dann ist es erklärt.
Wo war mal gerade? Jetzt bin ich durch der Ostersell wieder rausgekommen. Ja genau, du meinst, wenn du Gameplay und so siehst von Devil May Cry 5, datest gerade meine, dass zwischen Resident Evil 2 und Devil May Cry 5 noch ein Mullejahr Entwicklungszeit war. Echt? Ja, ich finde, das sieht viel, viel besser aus wie Resident Evil. Ich weiß, kann auch sein, dass es nur auf den Videos so rüberkommt, aber... Spring Sale ab Ende der Woche. Ja. Ab 11.04. kommt Spring Sale, Frühlings Sale. Okay, super. Aber dann wart auf das Spring Sale. 11.04., das ist die Woche. Samstag, glaube ich, oder Freitag. Man weiß aber nicht, was da drin sein wird, oder? Nee, weiß man noch nicht. Der Kyle hofft, der Kai hofft auf Sale von Monkey Island 1. Weil der 2er war jetzt zum Sale, letzte Woche oder vorletzte Woche. Und er hätte gern noch der erste dazu. Aber der wird halt nicht billiger gerade. Ja, wahrscheinlich ist wieder Assassin's Creed Origins und Odyssey und Tomb Raider im Angebot, wie jede Woche. Also von der... GTA 5 mit Shardcard! Oder GTA 5 mit Shardcard, aber irgendwie ist immer nur dieselbe Scheiße im Angebot. GTA 5 mit Shardcard, ja. This is gonna be tight. Good luck. Ne, das ist der Kai, Herr Mendel. Warst doch beim letzten Mal auch dabei, oder nicht? Ne, ich glaube, du warst nicht dabei. Letzte Mal, wo wir gestreamt haben. Da kriegt man jetzt die Gasmaske. Ja. Da war schon ein arges Hin- und Herrennen, die Stelle. Ja. Das kann auch echt passieren, dass man, ohne zu merken, wie es eben bei mir auch war, ein paar Mal echt im Kreis läuft. Ne? So wie jetzt? Ja, das war jetzt mit Absicht. Nee, ich meine Ove zum Beispiel. Der Sektion. Ja, und das ist jetzt auch sehr eklig, die Stelle. Bronco, der Kai will auch die ganze Zeit erstmal Xbox holen. Also X, normale One habe ich ja. Oh, warte. Ah, ich hab keine Waffe mehr, scheiße. Aber das Stun-Button hast. Mit dem kannst du stunnen und dann. Nee, kann ich nicht. Den Schutzanzug auch. Ich kann sie weder verbrennen, ich kann sie. Eigentlich kann ich nichts machen. Alles klar, Jack, danke, gell? Ja, ich denke auch. 2021, die werden das Jahr auch kündigen, dass sie eine neue Konsole machen, vielleicht. Sony ist ja nicht auf der E3, aber dafür machen sie ja Sony Direct, so wie Nintendo. Und das erste, was sie gemacht haben, war komplett für den Arsch.
Ja. Iron Man VR? Ja. Das waren 6 Ankündigungen zu VR-Spielen, die Kessau will. Ein neuer Days Gone Trailer und das war's. Aber sie scheinen die VR nicht zu vernachlässigen. Also nicht so wie bei der Vita, noch nicht. Mhm. Von mir aus kennt das Days Gone auch morgen schon da sei. Wann kommt denn das? Ende des Monats? Ja, eigentlich schon fast, fast Mai. Kein Problem, Jack. Gute Nacht, gell? Gruß an alle. Gute Nacht, Jack. Da war was an der Wand, ne? Ja, ja. Ich denke dieses Jahr wahrscheinlich, Ende des Jahres, schätze ich, Herr Mendel. Wenn sie nicht auf der E3 sind, dann Ende des Jahres. Und ich denke, dass Microsoft dieses Jahr auf der E3 seine Xbox One ohne CD-Laufwerk vorstellt und dann 8 gegen Ende des Jahres die neue Konsole. Aber es sind alles nur Spekulationen, man weiß es nicht. Oh, das ist jetzt... Juni. Fuck you. Oh. Siehst du da irgendwo? Ja. Dumme Schlange. Low Pop. Musst du dazu das Ding an der Wand aktivieren? Ich glaube nicht. Gute ist, Sony und Microsoft, die haben sich scheinbar ziemlich unbeeindruckt gezeigt von dem Google Stadia. Es gibt halt schon drei Streaming-Dienste. Und Sony hat ja ihren eigenen Streaming-Dienst, also von daher. Ich meine, die Idee an sich ist ja nicht schlecht. Ja, das ist ja in Ordnung. Aber wenn, dann sollten sie einen Service machen, wo du optional das Zeug noch runterladen kannst oder sowas, weil allein in Amerika setzt sich das nicht durch, weil 70% von den Zocker in Amerika so schlecht die Leitung haben, dass es gar nicht funktioniert. Scheiße. Ich glaube, du musst nochmal zurück und das scheiß Ding hacken. Nein, du, und damit war doch das Ding zum Hacken, oder? Weißt du, was ich meine? In dem Ring hier, da war doch hier so Ding zum Hacken, hier. Noch einmal. Ja, ja, das muss ich hacken, aber ich muss vorher, was anderes mache, damit ich mehr Zeit habe, das zu hacken, weil es geht so nicht. Ach so, okay. Der Raven King raucht neben mir. Guck. A, habe ich Probleme, das jetzt zu finden und zu halten. Unmöglich. Ja. Muss einfach schneller sein.
Nee, ich überlege gerade, ob ich was anderes. Muss du den Knopf noch drücken? Ob ich irgendwas anderes vergessen habe. Hecke im Garten. Ah. So, und wie funktioniert das jetzt? Ah, okay. Ganz easy. 70er Jahre Hacking. Okay, ich bin drin. Also drückst du Knopf und dadurch geht die Power dann rein, oder was? Mhm. Und auf der anderen Seite war ja auch ein Knopf. Dann hatte ich aber 8 gedrückt. Ich glaube aber, ich muss das erst machen. Steck's lange rein. Floppy. Floppy. Da steht Floppy. Kommen. Oh. Press Matching Input, wenn Circuit ist aktiv. Ach so, du musst dort den Knopf drücken, der jeweilige, wenn da was steht. Okay, ich bin drin. So, jetzt muss ich es hacken können. Ja, jetzt ist der Jack weg und jetzt kommt doch genau das, was er eigentlich sehen sollte. Ja gut, er sieht es auf YouTube. Da zieht sich ja alles neu. Cheeseburger, unser Videos. Willst du vorher speichern? Da gibt es eine Website, Herr Mendel, hackertype.net. Kannst du selber hacken. Geht's zu der Mama. Ich stell die Website mal noch ins Discord, Herr Mendel. Kannst du das mal angucken? Das ist einfach nur so ein grüner Text. Du kannst Tastatur rumtippen und dann sieht's aus, als hättest du irgendwas hacke wie in deinen Filmen. Special Order. What? Jetzt kommen aber noch ein paar blöde Abschnitte, sage ich dir. Späß. Also an mindestens 3 kann ich mich noch erinnern. Also von daher. Also der nächste, der das guckt, mein lieber Mann. Also da hatte ich jetzt auch bei dem Easy-Durchrennen Probleme. Bei Iron Man 1? Das war ein Lego-Bausatz. Ach du Scheiße. Hat jemand schon den Captain Marvel gesehen und taugt er was? Guck mal, da geht's ja leider nur, ne? Unter der Mutter. Wayland Yutani. Building better worlds. Better worlds. Das klingt gerade wie unseren Freund der Android, gell? Ja, beim allerersten Mal, gell? Wo er den anderen Android zusammen geboxt hat, gell? Da habe ich gedacht, man muss gleich gegen den kämpfen. Mhm. Ich habe gleich gedacht, der ist Beast dann und. Arbeitskollege von Herrn Mendel war drin und meinte, der war ganz gut. Okay. Ja,
ich fühle mich doch gerade ein bisschen gedrängt, ne? Weil eigentlich muss man Yosea für The Last Avengers teilen. Der kommt auch schon im April raus. Das ist der Trick. Der kommt den Monat schon. Ja. Ist der Anna jetzt schon ein Jahr her, oder? Ja, ist schon ein Jahr her. Krass. Ja, da kam erst im September auf Blu-ray. War aber, glaube ich, auch so im April ungefähr im Kino. Mhm. Also mein letzter Stand war, dass der schon im April kommt. Ja, ne, wenn der verschobene Woche wäre, hätten wir das schon überall 100.000 Mal gelesen. Renton, Marvel, ne, also... Bei mir, ich bin doch nicht so drin. Der Kai schon, ich nicht. Der ist so super. Ja, das hast du, glaube ich, erzählt, dass du den Google wolltest oder so. Da hab ich mich ja noch gefragt, ob ich ihn kenne. Also ich weiß, was für ein Film das ist, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Hast du den auf physikalem Format? Nee. Ah, schade. Sonst hätte ich mal ausgeliehen. Den Speicher. Auf Amazon gekauft. Venom ist ja auch, glaube ich, kein MCU-Film gewesen, oder? Nee, der war nur von Sony. Aber als eigenes Ding zu sehen, fand ich ihn nicht schlecht. Natürlich null noch Vorlage und... Den wollte ich mal sogar auch angucken, wegen Tom Hardy und weil man halt schon immer einen Venom-Film eigentlich haben wollte. Ne? Mhm. Kommen Sie bitte mit. Nix verrode, Herr Mendel, ich kenn's nicht. Oh, ja, das war's. Der hat doch keinen... Ne, du hast kaum noch Energie gehabt. Man verliert als zwischendrin Energie durch irgendwelche Sachen, ich weiß nicht was. Dass der das jetzt auskalte hat, regt mich auf, weil... Er ist halt der Unfair-Modus. Vor allem... Du gehst, glaube ich, falsch, oder? Nö. Da kommst du doch her. Vor allem muss ich, glaube ich, ein bisschen heimlicher vorgehen. Wie waren eigentlich die Szene mit dem Alien auf Easy? Also da, wo wir zum Beispiel so lange gebraucht hätten und sowas. Das ging. Also zum Beispiel in dem Gang, wo man ausfassiert dies, oder wo man diese Explosion auslösen kann, in diesem Rundgang, mhm. Wo man den Code dauernd eingewendet, das war überhaupt kein Problem. 2505. Aber es gab doch durchaus Stellen, wo es ein Problem war. Guck, da hat er mich gesehen. Ja, ja. Hast du da beide Notizblock eben weggeschmissen? Hier. Gerade schon wieder gesehen. Ja, er ist gerade dabei. Er ist auf dem Weg. Halt dich mal. Dass wenn er dich erwischt, dass du nicht tot bist. Ja, er kommt schon.
der überhaupt so viel aushält. Ich könnte das jetzt spielen. Nee. Ich glaube gerade eben ist er verreckt. Ja. Senras, du musst es nur oft genug spielen. Du gewöhnst dich dran. Was denkst du, was das damals für mich eine Überwindung war, Resident Evil durchzuspielen? Aber wenn es dann zweimal gemacht hast und dann auf einmal merkst, okay, ich lebe noch, dann geht's. Ja, Resident Evil 2 ist vom Gruselfaktor eigentlich nicht hoch, finde ich. Das ist. Naja, wenn man es noch gar nicht kennt, dann vielleicht. Ja. Also. Ich wurde gegruselt, wie viel Schuss ich verloren habe in dem Spiel. Allerdings finde ich halt so Spiele dann wie Death oder Outlast oder sowas, finde ich halt schon gruseliger. Ja, ja. Auf jeden Fall. Macht dir schon das Zugucken was aus oder geht es? Dem geht's soweit gut. Der kann die Woche aber nicht vorbeikommen, leider. Aber wir spielen dort dafür am Mittwoch über Internet wieder. Kleines Mendelspiel. Wir haben es aber gleich gepackt. Und dann wird es besser. Natürlich. Oh, wird das scheiße. Ich gucke jetzt sowieso mal, ob ich wieder irgendwas bauen kann. Weil nee. Dauernd zu Mai kriege ich auch gezeigt, dass ich nichts mehr tragen kann. Also ich hatte damals bei Resident Evil 2 nicht so arg Schiss. Du auch nicht, ne? Das haben wir ja ziemlich viel gespielt. Beim Enser war es schlimm damals, vor allem die Hunter. Ja, das Enser hat mir auch deutlich mehr Angst gemacht, also als Kind halt. Ach, mit der Hunde und sowas, ja. Die. Nee, gab's nicht, Herr Mendel. Ja gut, Kyle, viele Horrorfilme sind halt auch schlecht. Schlaft mal auch ein. Weißt du, wo ich viermal eingeschlafen bin? Bei dem neuen Nightmare on Elm Street. Dann habe ich erst krank. Du darfst nicht schlafen, du darfst... Der war so scheiße, der... Oh. Die hätten nie einen neuen machen dürfen. Du hast auch keinen Schraubenzieher dabei, oder was? Doch. Ah, ja, jetzt... Ja, bist schon wieder hier. Boah, man merkt, da ich jetzt gerade wegen Sekiro... drauf. Nee, total abgenervt bin, wenn ich irgendwo sterb. Heil dich vorher, bevor du ja. Zu dem rennst. Weil jetzt alles umsonst, weil ich gerade hergestellt habe. Kannst gerade nochmal machen. Im neuen Halloween waren wir im Kino, Herr Mendel. Und hast du nicht auf 4K gekauft? Oder hast du da Aldo auf 4K gekauft? Heil dich. Nee, den habe ich. Neue. Der war gut. Wobei ich mir glaube ich gerne der alte 4K kaufen würde. Der Trailer sah sehr vielversprechend aus. Der war auch saugeil gemacht, gell? Ja, von der. Also die sollen das wohl gut bearbeitet haben, habe ich gehört. Mhm. Aber inwieweit ist dann? Also du musst bedenken,
der lässt alles noch Halloween Ends außer Acht. Also Ach Halloween 2, ne? Ja doch, der lässt Ach Halloween 2 außer Acht. Ja. Also ich fand ihn super. Ja, also der ist gut. Ist halt ein Halloween-Film. Für einen Horrorfilm, ja, aus der Riege, kann es nicht besser gehen. Also von der Ernsthaftigkeit und sowas. Also der hat sich in keinster Weise irgendwie lächerlich gemacht. Oder irgendwelche Trash-Dinger. Doch, doch. Die Anfangsszenen. Nur die ganz am Anfang. Die fand ich total blöd. Aber ansonsten war er super. Und zwar, Moment, ich sag das gleich. Ich muss gerade mein Handy an. Ich wollte gerade sagen, dass mich schon mir ein bisschen mehr gäbe als die Anfangsszenen. Und zwar, wenn du am Anfang die Besucher siehst, die ihn besuchen wollen und der Typ ihn dann anschreit und das soll so gruselig sein. Das fand ich blöd. Der hat mich richtig genervt. Der Typ, wo ihn dann anschreit. Red mit mir! Oder was er da schreit. Wo sie ihn versuchen zu triggern. Wo die Frau und der Kerl da hinkommen für das Interview und mit ihm retten wollen. Ja, ja, ja. Die Szenen fand ich ein bisschen dabbisch. Aber ansonsten top. Ja, direkt anknüpfen ist so eine Sache. Herr Mendel, der spielt halt 40 Jahre später. Also da ist ja die Jamie Lee Curtis in ihrer Rolle dabei und halt alles 40 Jahre später. Und er ist sehr einfach kalt, also was den Film auch gut getan hat. Ja, da ist nichts arg Übertriebenes dabei. Genau, ja, die anderen sind außen vor. Ja. Und ich hab's auf Twitter geschrieben gehabt, die drei beste Halloween-Filme sind Halloween, Halloween und Halloween. Ist einfach so. Kann ich jetzt runter? Ja. Get out. Die aus China? Servus, Mr. Lull. Ja genau, der neue Terminator. Da haben sie ja Bilder veröffentlicht. 3 oder 4 vom neuen Terminator. Noch gar nichts gesehen. Kann ich da mal schicken. Siehst halt ihn. Sarah Connor in alt, also beide alt. Dark Fate heißt er, ja, okay. Aber haben sie beim letzten nicht auch alles außer... Nee. Moment, bei dem Dark Fate ist doch alles außer Acht gelost... Hinter dir speichern. Ist doch alles außer Acht gelost noch im Zweier oder noch im Einser? Beim Terminator. Soll nach dem Zweier spielen, okay. Ah, hättest du das bei dem letzten nicht auch gemacht, bei Salvation, dass 3 und 4 außer 8 gelost wurden? Shit. Ich hab doch irgendwas vergessen. Guck mal ganz kurz auf die Karte, da bleibt das Spiel stehen, oder? Okay. Vielleicht kann ich nämlich da hin. Siehst, das macht ihm gar nichts aus. Geil. Ich muss jetzt wahrscheinlich sterben. Könntest du dich nochmal heilen, wenn du wegrennst? Also ich muss sagen, also ich habe ihn jetzt länger nicht mehr gesehen, aber ich war im Kino in Salvation und ich fand den gar nicht verkehrt damals. Den Vierer, den fand ich auch super.
Ne, das war der Fünfer, oder? Salvation. Nee, das war Genesis. Der Vierer. Ah, dann habe ich Genesis, habe ich gar nicht gesehen. Der Vierer war der, wo in der Zukunft gespielt hat. Ja, ja, ja. Sechs, acht, drei, zwei. Baustadt. Ach so, das hast du hier direkt machen können. Heil dich vorher noch einmal, falls dich noch mal ein Android erwischt, dass du nicht direkt tot bist. Ja, okay, Genesis habe ich glaube ich nicht gesehen. Dann war es der Vierer, den ich gesehen habe. Also Salvation. Ich habe eben nur gedacht, das wäre der Fünfte gewesen. Geht to the Reaktor. Nee, ich muss sagen, der Genesis war nix. Ich fand die Szene geil, wo sie aus der 80er nachgestellt haben, von Terminator Ends. Super. Was haben sie denn nachgestellt? Im Prinzip der komplette Auffang. Also der fängt dann danach ab, wenn er kommt und bringt ihn um. Dann der Kyle Reese, der geht dann auch durch dieses Einkaufszentrum, holt sich die Schuhe und legt mich am Arsch. Und da kommt dann ein asiatischer T-1000. Der sich aber genauso bewegt und genau die Mimik vom Robert Patrick hat. Das ist ja geil. Das war super gemacht und dann wurde der Film einfach nur scheiße. Verdammt. Hock stand da. Geil. Ja, ohne Scheiß. Am Anfang war der voll gut und dann war der so richtig mies. Hm. Und dann hört er auch noch auf. Und das haben sie auch gecancelt. Tja. Das geht mir halt an Terminator auf die Eier. Terminator ist mein absoluter Lieblingsfilm, der Endsounder 2. Salvation fand ich auch richtig geil, weil ich all die Jahre wollte, dass er endlich mal in diesem Zukunftsthema spielt. Das, ne? Was man halt immer sieht, ne? Ja, und was man halt immer, also was man ja nicht verhindern konnte und so, ne? Und dann war der irgendwie so mies. Der Mendel sagt schon genau richtig erklärt. Kai ist sehr sympathisch. Anfang super und dann geht's ab. Ja doch, ich hab ein Kino geguckt und geil auf einmal. Ja, okay, ich halt doch jetzt aufs Klo. Ich glaube, das ist auch der Dreier und Genesis, die habe ich nicht original daheim. Beim Dreier war nur der Terminator gut. Ja,